Hallo, ich bin die Leanne und hier ist die Everyday Princess, Königstöchter im Alltag. Denkt ihr manchmal dran, wie es sein wird, vor Jesus zu stehen und zu erzählen, was ich auf die Erde gemacht habe, wie ich in Gottes Königsreich investiert habe? Es macht mir ein bisschen Sorgen. Wird es genug sein? Wenn ich zähle, habe ich genug Sachen gemacht? Wird eine Freude an meiner Arbeit haben? Ich habe ein Gleichnis für euch, das mich ermutigt, ich hoffe, es ermutigt euch auch. Von Matthäus 25, wir fangen mit Vers 14 an. Es geht um einen reichen Mann, der geht auf eine Reise. Aber zuerst holt er seinen Diener und sagt zu dem Ersten, du bekommst 5 Beutel Geld und damit sollst du investieren, dass ich mehr Geld habe nachher. Und zum Zweiten sagt er, du bekommst 2. Ein Beutel alleine ist urviel Geld. Und zum Dritten sagte er, du bekommst 1 Beutel. Na, vielleicht haben die gesagt nachher, hey, wieso hast du nur 2 und nicht 5? Ich fühle mich nicht vorbereitet. Wie soll ich gut investieren, wenn ich so wenig habe? Du hast so viel. So ist es. Der Herr hat entschieden, es ist sein Geld, sein Königsreich und er darf entscheiden. So, er kommt zurück viel später von dieser Reise und er sagt, okay, zeig mir, was ihr gemacht habt mit dem Geld. Bei dem Ersten, der hat gesagt, Herr, ich habe 5 gehabt und noch 5 dazu. Ich habe doppelt gehabt. Und der Herr hat gesagt, du hast es ganz treu gemacht. Bravo, gut gemacht. Beim Zweiten hat er gesagt, ich habe 2 gehabt und noch 2 dazu. Und der Herr hat gesagt, du warst treu. Gut gemacht. Ich freue mich sehr. Wir werden feiern. Und bei dem Dritten, der hat das nur in die Erde gegraben und nichts getan. Er hat sein Herr gar nicht gekannt. Wirklich. Gar nicht. Und der Herr gesagt, das ist ganz schlecht. Das nehme ich dir weg. Und das kommt zu dem mit dem 5, eigentlich 10 jetzt. Weil wer was hat, wird mehr bekommen. Und er war treu. Wir sehen hier, das ist treu sein. Der Herr, er hat nicht gezählt. Er sagt, oh, so viel hast du und so viel hast du. So zählen, zahlen? Teilweise schon. Aber wichtiger war, waren sie treu? Haben sie das genommen, was sie von dem Meister bekommen haben und haben sie gut investiert? Das ist ein Gleichnis von Jesus. Und wir sehen das in Matthäus. Am Ende des Buches, Vers 19 und 20. Darum geht zu allen Völkern und macht sich zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Das ist unser Auftrag. Wir sind Diener Jesus. Er hat uns einen Auftrag gegeben, auf die Erde zu investieren. Er ist weggegangen in den Himmel. Aber er wird zurückkehren. Und wenn er zurückkommt, was wird er zu uns sagen? Wird er über uns freuen? Und wenn wir an dieses Gleichnis denken, wieder, es ging nicht um Zählen, es ging um treu sein. Und unsere einzige Möglichkeit, Gott treu zu sein. Und wenn du Zeit hast, lies Römer 8. Das ist ein wunderbares Kapitel. Ist, wenn wir Gottes Geist in uns haben. Er macht uns fähig, Gott Freude zu machen und zu dienen. Und das ist unser wirklich wahre Hoffnung, Gott Freude zu machen, wenn wir vor ihm stehen. Und mit voller Dankbarkeit, dass wenn du Gottes Kind bist, dass du Gottes Geist hast. Und dass diese Kraft, die Jesus von dem Tod erweckt hat, das haben wir in uns. Das gibt so viel Hoffnung und so viel Mut. Und zählen wir, oh, diese Person ist im Fernseher und kann so viele Leute erreichen oder diese Kirche hat 10.000 Leute, wie kann ich genug tun, um Gott eine Freude zu machen? Nein, es geht nicht um Zählen. Und ich sage euch ein Geheimnis. Gottes Königreich inkludiert Gottes Kinder. Wir sind Gottes Kinder.
die Gott eine Freude machen. Und wenn wir investieren nicht in unser eigenes Leben, wir investieren, das ist ein Bild für Gottes Königreich, wir investieren in Gottes Königreich. Und das heißt, wir arbeiten zusammen. Wir investieren gemeinsam. Was ich mache, was du machst, durch Gottes Geist, das kommt alles zu Reiche Gottes Königreich. Und das ist eine Ermutigung. Wir sind nicht alleine, wir sind zusammen. Und wir zählen, aber wir zählen zusammen. So, zählen, zählen, ja, ja, aber wir zählen zusammen. Gott segne dich heute. Lass es eine Freude sein, dass wir gemeinsam in Gottes Königreich investieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.